So, und nahtlos geht ihr auch noch für mich weiter. 2 Tage sind für euch vergangen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu. Just checking in, man. I heard things were kind of intense. Wanted to make sure you're still with us, you know? Uncle Poe seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. Wie stolz das so sagt. Ach, die ist noch Rennfahrerin. You're gonna pay up, you understand? Shit, that's a lot of muscle. Ja, Betsy einholen. Gib mir schon Gas. Entschuldigung, alles gut. 14 Sekunden haben wir noch. Gut, Leute, das ist jetzt auch noch ein bisschen. Hopp, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich sehe, ich hätte sie doch gesehen. Freunde, ich hätte sie doch gesehen. Das war auch schon. Also einfach auf die Reifen. Auf die Reifen reicht schon. Easy. So, nirgendwo gegenfahren. Dann auf die Reifen. Auf die Reifen. Easy. Ich muss natürlich auch sagen, zum Auto-Aim oder so ist es schon eine sehr angenehme und schöne, leichte Sache. Oh, ein richtiger Aimgott hier. Einholen. Das ist natürlich jetzt mit unserer ehemaligen Karre nicht so möglich gewesen wie jetzt. Oh, und da sehe ich auch schon einen neuen Schrein, den wir da hatten. Da war noch einer direkt. Ah, das Auto anhalten, ohne sie zu töten. Komm schon, komm schon, komm schon! Nice! Ja, und das bringt dir jetzt leider auch nichts mehr. Das hättest du dir bitte schon vorher überlegen sollen. Hey, stop saying that. The car! Who has drugs in the back? That should cover my debt! Don't hurt me! I'm sorry! Oh, yo! Damn. I wasn't gonna do anything that bad. You got the money? No. Next best thing, though. I got a car loaded with dope. Alright. What I have to do. Bring it back here as soon as you can. Ja, bin gerade auf den Hof drauf gefahren, Kollege. Absolut. Kein gutes Rating. Aber sicheres Haus in Central. Raymond, wir müssen uns treffen. Das machen wir. Schade, ich hätte vorher noch kein Shopping gemacht.
Raymond. Shed, finally. Where the hell have you been? Look, do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Whoa, you can't know that. You at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. That would have put the entire operation at risk. What does Penju say? You know, he's not your handle, Wei. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes, you remember that? You wanted results, and you can't get them sitting behind a desk, nosing a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond, I am doing what needs to be done. No, you've crossed the line, Wei. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Pendru won't allow it. Pendru may like to take chances, I don't. And you are dangerous. Okay, so, das war's für das Let's Play. Before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendru that I just met the chairman of the Sun On Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwa got out safely. It'll be in my report, and maybe this time you'll actually read it. Bam, so nicht anders. So, das dürfte unser neues Haus sein. Jawoll! Oh Leute, so lässt sich auf jeden Fall leben. Also so können wir auf jeden Fall leben. So, Water Street. Und zukünftige Braut. Wir gehen allerdings einmal hier straight über die Straße zur Boutique. Und werden uns einmal hier... Ja, sorry. Oh. Ey, die Leute rennen doch jetzt absichtlich gegen mich. Und dann werden wir uns nämlich einmal hier etwas eindecken. Oh, ihr seht schon, Sale, Sale, Sale. Only a crazy man would turn that down. Ja, sowas hätte ich jetzt zum Beispiel hier angezogen. Wenigstens irgendwelche Uhren. Checken Sie Ihren Puls mit Steve. Gibt's hier keine Mission für was anderes? Gibt's noch eine andere Boutique hier? Die heißen, glaube ich, alle nur Boutiquen, ne? Ja. So, dann gucken wir einfach mal. Hier rechts, meine Freunde, haben wir noch ein paar Schläger. Und da ist noch was zum... Das wäre ein richtig nicer Dings geworden. Ich würde sagen, mach doch zumindest einen von denen fertig. Immer noch nicht. Jawohl, so. Wenigstens einer. Und der zweite. So.
Noch ein bisschen Cash auf der Tasche. So, dann schnappen wir uns jetzt mal hier unser Auto und fahren damit. Ja, way, alles gut. Hey, what can I do for you? Sind auf jeden Fall sehr gebildet, die Leute. You go enjoy yourself. Ah, das ist auch so ein... Betrug lohnt sich nicht, Teil 2. Hier oben haben wir vom Verlierer zum Gewinner. Okay, pass auf, wir gucken nochmal nach einer Boutique hier. Wenn das auch so ein billig Ramping ist, werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen jetzt noch für die und für die nächste Folge wahrscheinlich ein bisschen Nebenmission. Oh, ich weiß auch, werden wir mal hier ein bisschen Nebenmission machen. Und erstmal vielleicht noch ein bisschen maximale Gesundheit erhöhen. Ist fast so wie diese Schreine aus Far Cry. Hier. Ich dachte jetzt schon, jetzt ruft jemand die Polizei wegen dem kleinen Rennplatten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass selbst das hier nicht eine... Weil, wo werden wir hier drin gewesen? Ah, wahrscheinlich hier... Nee, nicht. Nächste Möglichkeit, einmal um die Ecke. Ja, es ist auch wieder derselbe Billigladen. Okay, dann Betrug lohnt sich nicht, Teil 2. Ich kann mich zwar leider auch an Teil 1 überhaupt nicht erinnern. Aber das sollte jetzt, glaube ich, mal keinen Abbruch machen. Excuse me, Mr. Shen. Yo. Hey man, how's it going? I just finished another race. I'd have won, but Big Nose Chan cheated. Ah, das ist mies. He called the cops on me just as I was getting to the finish line. I barely escaped. You teach him not to pull that shit on your turf? Yeah, sure. Rennwagen der Sieger finden. Ups, das war die falsche Taste. Das war aus Versehen eine kleine Fahrerflucht, die wir hier begangen haben. Left, right, left. 74, 183, immerhin. Wieder billig. Ah, okay. Ja, man hat immer noch die Hoffnung, Leute. Man hat immer noch die Hoffnung. Ja, wahrscheinlich jetzt genau Radkreuz und das Ding einmal wieder komplett auseinanderhauen. Yeah.
Unser Ansehen steigt auf Stufe 3. Yes. Dann hatten wir hier noch eine. Vom Verlierer zum Gewinner. Das ist halt der Nachteil, wenn du halt illegale Sachen machst, ne? Wenn du illegale Straßenrennen fährst oder so, kann es halt unter anderem echt passieren, dass du einfach deinen Wagen zerschlagen bekommst. Leute. Ist das etwa ein Laden, wo man schöne Sachen kaufen kann? Und jetzt fehlt mir das Ansehen. Ich sehe es kommen. Ansehen 7 nötig. Das sieht aber auch schön aus. Wenigstens Hosen. Ja. Komm, nehmen wir. Uhren. Komm, 24.000 für eine Uhr. Das sah schön aus. Ja, wir haben jetzt wenigstens mal eine schöne Hose. Auf den Geldtransporter. Ja, komm. Die Pump. Da haben wir zumindest schon mal das Geld für unsere Uhr wieder drin. Ich verstehe auch nicht, warum der auf einmal anfängt, das irgendwie abzubrechen oder so. Es ist ja nicht so, dass wir, sobald wir hier einsteigen, irgendwie was anderes machen wollen. Und diese Kreuzung hier, ne? Ich mich ja jetzt schon auf. Am besten jetzt hier direkt vorher noch ein Polizeiauto. Jo, entspann dich. So, was kriegen wir nochmal hier für 25? Wie eben? 50, noch ein bisschen mehr. 25. Okay, Leute, eine Sache machen wir noch hier: ein Martial Arts Club. Ayo, Entschuldigung. Wir müssen einmal hier hoch. Da bin ich. Müssen wir jetzt von der anderen Seite lang? Hier irgendwo lang? Hilf mir mal mit dem Motorrad, bitte. Letzte Möglichkeit, wenn nicht, dann... machen wir das woanders. Na, das hielt mir schon eher danach aus.
Da gibt es so richtige Fight Club Atmosphäre auf jeden Fall. Jo, auf geht's. Ja, Leute, so hätte ich gerne ausgesehen. Was ein spannender Kampf, Freunde. Wow. Ja, mal dafür, dass es hier mal ein bisschen spannende Kämpfe gibt. Schade, jetzt habe ich natürlich hier wieder meine Dings. Way, wo rennst du hin? Is that all you got? Sehr schön. So, kommt dann. Zack, bum, 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 bum. Und dann klappt das hier auch relativ einfach. Was auch immer das gerade war. Und den werfen wir einfach rüber. Also einmal könnte mal ein bisschen Zeit für so einen Dicken hier werden. Aua. Oh, Dicker ist schon mal weg, das ist gut. So, jetzt machen wir hier ganz entspannt. Nur noch über Konter arbeiten. Ich muss sagen, diese Kombi ist echt hart. Ich habe bisher, glaube ich, jeden auch schon direkt gebombt. Zack. Und einmal durch das Genick. Jetzt sind wir wieder an. So, Freunde, jetzt haben wir. Jetzt haben wir doch mal hier ein ehrwürdiges Finale, oder? Das gibt einen Krampf. Das gibt einen Krampf. Oh.
Was natürlich auch so ein Spiel ist, was dann so auf dieser Liste dann auch draufstehen könnte, wäre natürlich Yakuza Like a Dragon oder generell die ganzen Yakuza-Spiele. Weil es geht ja so in die ähnliche Richtung, halt über die Yakuza-Reihe. Muss ich sagen, habe ich damals gerne auf PlayStation 2, gab es immer so Demos von den Yakuza 1 und Yakuza 2 Teilen, also wirklich die allerersten Teile, die da rauskommen. Und da muss ich echt sagen, die waren echt... die waren echt geil. Weil die halt auch diese Prinzipien hatten, dass man da wenn die Gegner kommen, dann kann ich zu irgendwas. Weil man da auch die Möglichkeit hatte, so absolut unrealistische Waffen einzusetzen, die irgendwie, keine Ahnung, so eine Straßenlaterne ausgerissen oder sowas. War schon lustig. Komm schon. Schlagflug dem Meister. Hoffentlich steckt man so ansehen, glaube ich. Das war neu. Ich weiß gar nicht, wie es vom letzten Mal war. Manchmal müsste man so ansehen, dass du steigst. Ja. Und 30.000 und Manhattan Nahkampf-Outfit. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge von Sleeping Dogs. Glitching Dogs. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich hier den Ausgang finde. Ah, hier. Wenn es dann heißt Hochzeitsvorbereitung, Bräutigam, zukünftige Braut. Ja. Einer von den dreien war zumindest schon richtig. Alles klar. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, euer Fury.